Ah ja, lange her, ne? Ich weiß, ihr erwartet eigentlich seit einem Monat oder so einen Pure-Orchestra-Befehl. Das kriegt ihr auch. Ich bereite mal gleich alles vor. Es ist vieles passiert, von, ich glaube, Ende Januar bis heute. In meinem Leben. Und alles Mögliche drum und dran. Ich war hart arbeiten gewesen. Ich habe eine Hausarbeit geschrieben, die ich abgegeben habe und jetzt nur noch warte, bis das mal bewertet wird. Ich war in Utrecht gewesen, was Main Event technisch nicht so cool war, aber das Zeitlimit war an sich okay. Da habe ich auch ein paar Sachen aufgenommen, nur ich habe keine Ahnung, wie ich das verwerte. Vielleicht wird das ein riesen Recap, weil ich dann ein bisschen erläutere, wie es dann alles zu meiner aktuellen Liste entstanden ist, die ich dann euch gleich zeige. Ein ziemlich interessantes Video, wo ich mir Gedanken gemacht habe, falls ihr das haben wollt, das wird ziemlich lang. Könnt ihr quasi als Podcast hören. Was ist noch passiert? Ihr seht's vielleicht. Ich bin in einem Raum, den ihr noch nie gesehen habt. In diesem Channel ist halt ziemlich neu. Ich wohne nicht mehr in diesem Einzimmer, wo die eine Wand quasi zwei Schränke sind und ich halt nur so halb so viel Raum habe wie jetzt. Ah ja, ich habe eine neue Wohnung. Das ist halt richtig cool. Studentenwohnheim. Megalith. Also, dass ich jetzt einfach in Ruhe gelassen werde und hier alleine einfach um mich selbst sorge, ist das echt cool. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich reinwerfen muss. Ja, es war sogar möbliert, was richtig geil war. Ich konnte die Regale schon direkt füllen mit so Yugi-Zeug und Nahrung. Was da in diese Ecke kommt, weiß ich noch nicht. Das Bett, was. Die Matratze ist härter geworden, aber das gefällt mir tatsächlich, weil ich dann besser einschlafen kann. Ein Laptop mit das beste Extra-Deck-Monster aller Zeiten natürlich als Hintergrund. Da habe ich schon Setup eingerichtet, falls ich mal Videos machen sollte. Was ich tatsächlich überlege, ist, dass ich da noch ein PC hinstelle, damit ich halt wieder anständig schneiden kann und nicht irgendwie eine Kacke benutzen muss über dem Laptop, weil darauf habe ich nie Bock. Mal sehen, was ich da machen werde. Aber ja. Ich fühle mich richtig wohl hier mittlerweile. Und somit ist vieles mehr möglich, was ich machen kann. Ja, ich könnte zum Beispiel jetzt zum Beispiel meine Matte hier ausrollen. Kurz das Klopapier zur Seite legen, das ausbreiten und das Stativ gleich umstellen, damit ich hier schön was recorden kann. Und ja. Ich kann theoretisch auch streamen, ich habe Streamlabs drauf. Das ist kein Problem. Muss ich halt nur alles noch einrichten. Das kriege ich aber hin. Also ich kann vieles mehr machen. Momentan habe ich Semesterferien, also bis April habe ich Zeit, so Sachen zu machen. Von daher, ja. Aber kommen wir mal zum Orchestra-Befall. Ich wollte nur ein kleines Update von mir geben. Aber ey, der erste riesige Vorteil ist, ich brauche keine extra Lampe, dass das hier so ziemlich gut beleuchtet ist für so Videos. Zweitens, ich halte mein Versprechen, ich mache ein Pure-Orchis-Deck-Befehl. Das Deck ist sortiert, perfekt, weil ich es gestern sortiert habe, um Bilder davon zu machen. Um meine Fortschritte dokumentieren zu können. Und ja, also wenn ihr wollt, ich kann gerne noch genauer erläutern, wie ich auf die Idee dieses Decks gekommen bin, weil ich Anfang des Formates entdeckt habe, dass es dass, das Curve Package nicht der Weg ist, ein gutes Orcus-Deck zu spielen. Das habe ich schon beim den einen Test-Hand-Video mal gesagt, dass ich da was ziemlich Spicyes teste. Und da ist das Spicy inbegriffen, das habe ich am Ende nicht wirklich so gespielt, wie ich es eigentlich vorgestellt habe. Ich habe es dann abgeändert und es ist quasi fast so ähnlich wie die Liste heute. Ihr werdet mich vielleicht hassen, vielleicht auch nicht, aber die Liste macht unglaublich viel Spaß. Man gewinnt auf jeden Fall damit. Es ist Budget sogar noch, was halt auch richtig gut ist, also falls ihr wenig Geld ausgeben wollt, aber trotzdem ein gutes Deck fürs Meta spielen wollt, ihr habt ja eins. Es gibt kein anderes Deck, was ich spielen kann momentan. Auch das macht viel zu viel Spaß. Ich habe Shardols,
Mein Stimmt, pinker Ordner ist im Rucksack. Ich habe Shuttles da, das könnte ich täglich spielen, aber ich bin irgendwie zu doof dafür. Habe ich irgendwann mal bemerkt. Und ja, wenn ich halt das Deck spielen kann, dann macht es auch Sinn, es weiterhin zu spielen. So, fangen wir mal an. Ich zögere viel zu viel hinaus. Rescrap, Hammer, Greffer, obviously. Ich starte. Nightmares. Ich spiele drei Skeleton. Skeleton ist unnormal gut, im Mid-Game und Late-Game. Da ist sowas sehr wichtig, dass du deine Sachen revivest. Ja, ansonsten haben wir ein Breast Bombard. Ich will ein Breast Bombard komplett beschissen, um ehrlich zu sein. Ich finde die nur gut, Turn 1, weil du dann über linke rüber die Combo hast, aber das war's auch schon. Dann, danach ist er eigentlich schon gefühlt useless. 2 World Wand. Du musst auf jeden Fall 2 Stück spielen, das ist ziemlich gut. Vor allem, weil du den auch von Hand specialen kannst, wenn er gesendet wird. Wenn du halt mit dem einen startest, kannst du den anderen senden und specialst ein und kannst dann mehr Plays machen, was cool ist. Oder hast mehr Setup in deinem Friedhof, also mehr Ressourcen und kannst dann mehr arbeiten damit. Gizmek, was auch ziemlich cool ist, was ich öfters mal gemacht habe, ist, dass ich Mond und Gizmek hatte und habe damit einfach den Gears beschworen. Vor allem Locals, gestern habe ich zweimal geschafft, mit dem Deck hart am den Gears zu machen. Und habe dann noch ein Material attached. Also halt, ich meine, den Gears mit drei Materialien, was schon broken genug ist. Drei Aschen. Ich wollte vor einem Monat wollte ich gar keine Aschen spielen, aber habe bemerkt, dass sie ziemlich wichtig sind. Gegen Rogue auf jeden Fall. Gegen Shadow Fusion, das ist der größte Endgegner, den man haben kann. Und ja, ansonsten gegen Spire, naja. Aber es ist gegen Luna jetzt auch nur naja. Aber an sich gegen alles andere, das deckt eigentlich so gut wie fast alle Matchups ab. Ich sag so gut wie alle Matchups einfach. Macht auch Sinn. 2 Dedicor, Spirals, Lockbird gegen Spirals. Das ist hauptsächlich gegen Spirals. Aber Dedicor, ich fand, das ist ein guter Meta-Call. Momentan auch gut gegen Luna Knights. Schade, das nicht. Spells, ihr werdet mich dafür hassen, ich spiele da ein bisschen meine Main Deck. Die Theorie der Karte ist, dass du halt. Das Deck ist sehr langsam. Es ist kein Combo-Deck mehr, es ist eher ein Control-Deck, was die Fähigkeit hat zu Erotikern. Und du hast kein Problem, Mystic Mind zu spielen. Habe ich beim Testen herausgefunden. Also Mystic Mind gibt dir genug Zeit, deinen Gegner auf jeden Fall zu nerven. Aber dadurch, dass du halt Zeit gewinnst durch die Karte, sammelst du weiterhin Ressourcen. Und falls du halt natürlich mehr als 6 Handkarten hast, musst du dann natürlich discarden. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen, weil du dann damit deine Orkus-Karten discarden kannst, was halt verdammt gut ist. Und dann sammelst du so viele Ressourcen, bis du deinen Gegner OTK kannst. Weil irgendwann ziehst du auch dein Babel nach. Und falls du nicht Babel ziehst, kannst du einfach irgendwann Galatea reviven und setzt dir die Babel. Ansonsten Mystic Mine plus den Gearso auf dem Spielfeld mit zwei Materialien ist viel zu broken. Glaub mir, das ist tausendmal besser als ein Appaloosa, Crescendo, Galatea Pass, irgendeiner Scheiße. Vor allem sau viele Pure Orca-Spieler wollen Entenarbeit auf Galatea und Crescendo. Ich sag euch eins, macht das nicht nach, ich finde das komplett beschissen. Weil eine Galatea kann überrannt werden durch ein Spiral-Tough und dann ist euer Crescendo futsch. Dankeschön. Drei Calls, das Deckstück gegen Handjobs, vor allem gegen den Starter. Und gegen Lancia, auch wenn es eigentlich kein Mensch mehr spielt, gibt es halt immer noch Leute. Foolish Rotor, drei Alu. Alu sind mega gut, weil du dann mit der Karte extra Ressourcen bekommst, weil du dann einfach eine Karte mehr hast, die du reinmischen kannst, oder eine Karte mehr zum Detachen, was halt verdammt gut ist. Er ermöglicht dir auch, dass du den Gears Pass machen kannst mit Babel, was geil ist. Man kann sich überlegen, 3 zu spielen tatsächlich, weil wir Mystic Mind spielen. Dafür sorgen, dass wir Mystic Mind machen, dann auf unser eigenes Monster Return machen, wir keine Monster haben und der Gegner schon. Oder wenn man selber gemüßigt meinen wird, dass man einfach Return macht auf einer seiner Monster oder auf das einzige Monster und dann hat man keine Monster mehr.
Oder eins, das was halt ausreicht, dass man Mystic Mine outen kann, was halt verdammt gut ist. Also super out und du ziehst halt in deine Handjobs rein oder was weiß ich was. Oder ein Babel. Oder ein Crescendo. Da das Deck ein Control-Deck ist, mittlerweile und kein aggressives OTK-Deck, lohnt es sich auf jeden Fall zwei Crescendos zu spielen. Das Deck ist ziemlich langsam und es will eigentlich dafür sorgen, dass der Gegner nicht wirklich ins Spiel kommt. Oder dass du ihn zum Stocken bringst und dann halt quasi mit Babel und Crescendo dafür sorgst, dass du halt etwas hinlegst, wo der Gegner erstmal damit spielen muss. Und mit zwei Crescendos ist es ziemlich gut, weil du dann erstens such die Karte, das ist cool. Zweitens rechnen viele momentan nicht mit der zweiten. Und es kam so viele Situationen, wo der zweite so verdammt gut war, kam. Weil es einfach nochmal ein bisschen gecarried hat und damit ich dann pushen kann vor Game, was halt richtig nice ist. Und die letzten drei Jobs in meinem Main-Deck sind drei Compuls. Ganz am Anfang meiner Idee habe ich Compuls gespielt und ich spiele die bis heute immer noch. Der erste Grund ist, du kannst, wenn du nur Mystic Mine und die Gears hast und Compuls, und der Gegner anfängt dann zwei Monster zu haben, kannst du Compuls auf dein eigenes Monster machen, dann hast du kein Monster und der Gegner zwei. Zwei vor allem. Falls du Geeven Lead wirst und du nur, keine Ahnung, Babel, Dinkies so und Compuls hast, oder halt Mystic Mine natürlich auch, das ist auch okay, dann kannst du Compuls auf dein eigenes Monster machen, verbannst deinen Compuls durch Evenly und dann lässt du Mystic Mine auf dem Spielfeld, was halt auch richtig nice ist. Und Compuls ist halt, das ist auch lustig im Mürmisch, aber an sich ist es ein ziemlich gutes Trap aus meiner Sicht. Ja. Ich sag, ein kleiner Spoiler, falls ihr wirklich dieses riesige lange Video sehen wollt. Ich habe eine Liste getestet mit 13 Traps, aber wenn ihr das wirklich sehen wollt, dann mache ich das gerne. Dann erkläre ich, wieso ich 13 Traps spielen wollte. Extra Deck, Galatea, Einlong-Kirsu. Weil das Deck so langsam ist, macht das mehr Sinn, 3 Dingirsus zu spielen. Ja, 3 Dingirsus. Ich finde 3 viel besser. Also ich mache mir dann weniger Sorgen, dass ich dann, dann plötzlich nichts mehr habe im Extra-Deck. Dass ich dann plötzlich 2 Dingirsus schon verbraucht habe. Und wenn ich halt den dritten spiele, fühle ich mich halt ein bisschen sicher in Sachen Grind-Game und Ressourcen-Game. Weil den Gears ist auch eine Karte, die die Ressourcen zurückgibt, weil du halt einfach attachen kannst, was halt verdammt gut ist. Ansonsten haben wir Einstagen-Random. Ja, ich spiele Super Poly. Konstrukt. Konstrukt ist gegen Shadow tatsächlich, weil du, wenn der Gegner mit Winder und keine Ahnung, Mecha beenden will, machst du Super Poly drauf auf Konstrukt. Du kannst mit Konstrukt eine weitere Karte von deinem Deck senden, die ich im Side-Deck spiele. Und ein weiteres cooles Merkmal an diesen beiden Fusionen ist, dass die Stufe 8 sind und das heißt, wir können dann hart Summon den Gears machen. Linkoribu, Boros, Phoenix, Unicorn und natürlich das beste Extra-Deck-Monster aller Zeiten, IP-Masquerina. Also in meiner neuen Wohnung würde ich tatsächlich eine Wand voller Masquerinas machen. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich mache das jetzt wirklich. Besides Shadow Dragon, ja, das ist die Karte, die ich theoretisch einsetzen kann mit Shadow Fusion. Shadow Fusion. Konstrukt. Super Poly. Also tatsächlich kann ich eigentlich auch Winder spielen und Shadow Fusion, weil das einfach 4 Effekte in 1 sind. Aber es fehlt gegen Asche. Und das ist halt. Ja. Wobei es eigentlich auch wiederum geht, weil das halt auch ein Bait sein kann. Kann man sich überlegen. Also auf jeden Fall Wurf. Chinchester. Evenly. Also quasi 10 Karten, um das gegnerische Feld zu brechen. Und weil ich der Meinung bin, dass das Deck schon ziemlich gut ist, going first. Alleine wegen Mine. Mine ist halt unnormal krass in diesem Deck, weil das eine going first und second Karte ist. Und du profitierst einfach davon. Ich spiele 3 Anti-Spells. Ich finde, Antispell ist eine ziemlich gute Karte momentan, weil du fuckst damit Shoutouts ab. Das ist schon lustig. Und Heroes. Und sowas kannst du einfach protect mit denen, ist sowas Geiles. Also wirklich die einzigen Outs, die der Gegner dann spielen kann gegen dieses Deck, falls Mystic Mine oder Antispell liegen sollte, sind
Cosmic Cycle wird Evenly. Das war's. Also, falls irgendwas Zerstörerisches kommen sollte, bin ich immer noch in der Lage zu protecten, was verdammt geil ist. Und ich spiele zwar Judgments. Falls ich den Eindruck habe, dass ich First gehe oder First gehen muss und irgendwas haben muss, um mein Feld zu sichern, dass ich nicht dagegen sterbe, dann macht Judgment auf jeden Fall Sinn. Und ja, das war's. Pure Orcus Deck Befall. Genauere Erläuterungen kommen in diesem unglaublich langen Video, was ich dann tatsächlich auch machen werde. Wahrscheinlich erst nach den Kölner Regios. Ich werde in Köln sein. Ich weiß nicht, ob ich genau 1-1 dieselbe Liste spiele. Aber viele wollten die Liste sehen. Ich bin sehr zufrieden damit. Das macht auf jeden Fall Spaß. Mal sehen, ob ich da vielleicht noch was ändere, vielleicht auch nicht. Ich werde definitiv noch was ändern. Wir werden noch coole Sachen einfallen dafür. Orcus macht definitiv Spaß. Ich arbeite jetzt schon während meiner Semesterferien, ja, daran, wie ich das Deck spiele in MR5. Wir haben halt den riesen Vorteil, dass wir den Gears so hinbeschwören dürfen, wo wir wollen. Ich würde es tatsächlich immer links außen machen. Hat deren Gründe. Also den Gears so beschwören, wo du willst, ist ja schon geil genug. Und ich glaube, mit Gears so kann man auch ziemlich gut verrückte Sachen machen. Ich bin nur nicht drauf gekommen. Ich habe nur Magnat Plays gesehen. Aber wirklich nur so Magnat Plays und World Legacy und so ein Kram. Ich glaube, mit Orcus kann man auch auf jeden Fall was machen mit die Gears so. Nur ich weiß nicht wie, weil ich finde nur so Combo-Videos mit Harp-Horror und Harp-Horror ist natürlich auf Null. Danke. Dankeschön. auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.